Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch, wie man ganz easy selbst Baby-Haarbänder machen kann. Die sind geeignet für zum Beispiel das Neugeborenen-Shooting. Und wenn ihr daran Interesse habt, dann bleibt gerne dran. Ihr braucht dazu ein Jerseyband, ungefähr 40 bis 50 cm und 3 cm breit. Verschiedene Bänder. Getrocknete Blumen, Schere und Heißkleber. Dann geht's auch schon los. Ihr sucht euch die Mitte des Jerseybands, damit ihr wisst, wo ihr nachher die Blumen und die Deko platzieren müsst. Jetzt könnt ihr schon loslegen. Und zwar mache ich ganz gerne eine kleine Blume aus so einem Spitzenband. Ich zeige euch, wie es geht. Und zwar klebt ihr erstmal eine Seite mit der Heißklebepistole fest und versucht dann, das Band so ein bisschen zu formen, indem ihr das so übereinander lappen lässt. Und dann immer nach und nach mit der Heißklebepistole festkleben. Wenn er das immer so weitermacht, entsteht irgendwann die Form einer Blume. Eigentlich gar nicht so schwer. Und fertig wär's. Also es ist ein ganz klein bisschen Gefriemel, aber mit ein bisschen Übung klappt es. Jetzt kommen die getrockneten Blumen auch schon an die Reihe. Hier kann man seiner Kreativität freien Lauf lassen. Ihr könnt auch die Blumen verwenden, die ihr möchtet. Also da kann man eigentlich fast alle getrockneten Blumen verwenden. Am besten darauf achten, dass man welche nimmt, die nicht so auseinanderbröseln können. Das hier sind beispielsweise getrocknete Blätter eines Babyblumen-Eukalyptus. Die klebe ich so ein bisschen daran in Form einer Blume. Da kann man aber, wie gesagt, seiner Kreativität freien Lauf lassen und das genauso anordnen, wie man es persönlich schön findet. Noch eine getrocknete Hortensie. Und die finde ich ja so super schön und die lassen sich auch so gut trocknen. Und dann wären wir auch schon fertig. So ruckzuck haben wir so ein schönes Babyhaarband gebastelt. Ich finde es immer ganz cool, weil es so individuell ist und man sich nach seinen Vorlieben basteln kann und eben für dieses Neugeborenen-Shooting etwas ganz, ganz Besonderes ist. Schön, dass du dir das Video angeschaut hast. Wir sehen uns hoffentlich wieder beim nächsten Mal. Hier kannst du mich abonnieren, oben links und unten rechts findest du ein aktuelles Video, was dich vielleicht auch interessiert. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!